Die ersten Umzugskartons sind schon da. Die Universitätsbibliothek ist der erste Nutzer, der in den neuen Unipark im Nonntal zieht. Die 7 Fachbibliotheken der Akademiestraße werden zu einer großen Bibliothek zusammengefügt. Eine Spezialfirma aus Deutschland kümmert sich darum, die 400.000 Bücher, CDs und DVDs Regal für Regal zu übersiedeln. Auch wenn die Bibliothek komplett neu gestaltet wird, soll die alte Ordnung und Katalogisierung beibehalten werden. Das ist uns ganz wichtig, weil 400.000 Bücher neu zu ordnen, wenn man daheim an das eigene Bücherregal denkt und dann 400.000, das würde Monate dauern. Das können wir nicht und wollen wir nicht. Neu beschriften, also damit man sich orientieren kann auf diesen 4.000 Quadratmetern, das hat noch zu erfolgen. Die neue Bibliothek soll für die Studenten auch ein angenehmer Aufenthaltsort sein. Eine Lounge mit Teppich und Couchen soll ebenso zum Verweilen einladen wie die neue, bald gepolsterte Lesetreppe. Diese Lesetreppe wird auch als Sitzmöglichkeit oder ist gedacht als solches. Der Blick darauf ist auf die Leselounge. Hier gibt es dann noch gemütliche Fauteuils, die einladen zu schmökern, zu lesen. Ja, ist einfach auch gemütlich zu haben. 2 Wochen lang dauert das Umsiedeln der Bibliotheken. Am 12. September wird die neue UB dann eröffnet.